Ganz herzlichen Dank für die Grußworte. Und ich werde jetzt Frau Pelichon etwas vorstellen, ein bisschen nur ganz kurz einleiten. Reparer le monde, c'est préparer l'avenir. Die Erde heilen heißt die Zukunft vorbereiten. Das ist ein Auszug aus ihrer Dankesrede für den schon von Herrn Görlitz genannten oder die genannte Verleihung des Günther Ander-Preises für kritisches Denken 2020. Und ja, ein wunderschöner Satz, finde ich. Der geht auch sehr eingängig, ne? Reparer le monde, c'est préparer l'avenir. Corinne Perduchon, wenn man das so nehmen kann, als einen vielleicht ihrer Leitsätze, auch für ihre Philosophie und ihr Denken. Corinne Perduchon ist Professorin für Philosophie und vor allem für die Vertiefungen Moralphilosophie und politische Philosophie und angewandte Ethik an der Université Gustave Eiffel, Paris-Est, Marne-la-Vallée und zurzeit Fellow am New Institute in Hamburg. Das können wir uns so vorstellen wie eine Zusammenkunft von ausgewiesenen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, die zusammen daran arbeiten, Denkwege für die Transformationen der Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen. Also wie können wir das insgesamt gesellschaftlich auch gestalten? Da kommen eben Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Seit 2021, auch das sei hier erwähnt, ist vielleicht in Deutschland etwas sensibel, ich weiß nicht, oder ein bisschen merkwürdig vielleicht manchmal, ist sie auch Mitglied der Ehrenlegion, was in Frankreich eine hohe Auszeichnung ist. Und das soll doch auch erwähnt sein. Und anknüpfend an die Grundidee des New Institute, also wo es darum geht, Denkwege aufzuzeigen, so lässt sich sagen, dass Corinne Perduchon genau dafür steht. Sie steht dafür in ihrem Denken und in ihrer Philosophie. Sie eröffnet Räume, sie schließt sie nicht, sie eröffnet Räume für kritisches, das heißt unterscheidendes Denken mit Blick auf die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft, die ich jetzt nicht wieder auflisten möchte. Sie tut dies auf einem breiten Fundament. Ja, zum Beispiel ist sie profunde Kennerin und hat das auch bearbeitet. Philosophen wie Leo Strauss, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, um nur einige zu nennen. Und auf diesem Fundus verharrt sie aber nicht in einer vielleicht kontemplativen Haltung, wie es manchen Philosophinnen und Philosophen vielleicht eher zu eigen ist, sondern, Sie können mich gerne nachher natürlich korrigieren, Philosophie heißt auch sich engagieren. Das trifft wahrscheinlich in Frankreich sowieso etwas mehr zu als auf Deutschland, so ist zumindest mein Eindruck. Und Corinne Perduchon ist engagiert. Sie beschäftigt sich auf diesem Fundus der Philosophie heraus eben auch mit Themen wie Umweltethik, Tierethik, Feminismen, globale Feminismen, einer Philosophie der Ernährung. Und dies alles zielt momentan oder mündet in das neueste Werk von ihr, die Aufklärung heute neu denken. Und das wird sie uns jetzt vorstellen. Teile ihres Oeuvres, darauf sei noch hingewiesen, sind in mehreren Sprachen weltweit übersetzt, von Griechisch, Koreanisch, Spanisch, ja, und ins Englische und. Und im Deutschen, und das können wir hier noch mal nachher sehen, ist vor allem die Ethik der Wertschätzung. Dann, wovon wir leben, eine Philosophie der Ernährung und der Umwelt. Dann das Manifest der Tiere im Beck Verlag und die beiden anderen und das letzte auch jetzt, das Zeitalter des Lebendigen, eine neue Philosophie der Aufklärung in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt. Danke nochmal an die Buchhandlung Heines, die diesen Büchertisch nachher vorbereitet hat für uns. Und was es jetzt mit dieser neuen Aufklärung auf sich hat, wofür sie nötig ist, das hören wir jetzt direkt von Corinne Perduchon. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Also ich werde die
Hauptideen meines jüngsten Buches darstellen, das am Ende eines Arbeitszyklus von 10 Jahren war. Also als Einführung, ich werde das allgemeine Projekt des Buches darlegen, indem ich die Herausforderungen aufzeige, die ich versucht habe anzunehmen. Wie ist es möglich, nach Auschwitz und Hiroshima, nach dem kolonialen Verbrechen, die Aufklärung zu verteidigen? Wie kann man die Aufklärung im gegenwärtigen ökologischen, technologischen und politischen Kontext verteidigen und warum und wie? Für Jahrzehnte wird Ihr Projekt des individuellen und kollektiven Emanzipation von allen Seiten angegriffen, sowohl von rechts als auch von links. Und ich werde diese beiden Kritik unterscheiden. Aber warum sollen wir oder soll ich die Aufklärung verteidigen, besonders wenn man, wie ich, von einem Bruch zwischen der ehemaligen Aufklärung, also der Aufklärung der Vergangenheit, und heute spricht, denn ich spreche von einer neuen Aufklärung. Und warum verteidige ich die Aufklärung? Und es ist nicht sehr oft, dass die Leute, die gegen die Tiermisshandlung kämpfen und die die Ökologie im Mittelpunkt des politischen Projekts stellen, es ist nicht sehr oft, dass diese Leute die Aufklärung verteidigen. Ganz im Gegenteil, meine Freunde und Freundinnen, die die Tierfrage ernst nehmen, sind gegen die Aufklärung. Also warum sollte ich die Aufklärung verteidigen und warum spreche ich von einer neuen Aufklärung im Zeitalter des Lebendigen? Ich werde alle diese Ideen erklären, aber es gibt 4 Punkte, es gibt die Gliederung. In einem ersten Punkt werde ich die Aufklärung als eine intellektuelle Struktur beschreiben. Und diese intellektuelle Struktur ist immer mit einem politischen Projekt verbunden, aber es gibt auch eine andere politische Struktur, die gegen Aufklärung. Und ich werde die gegen Aufklärung von der Kritik der Postmoderne unterscheiden, und zwar von Feministinnen und von den postkolonialen Studien, dessen Kritik wir ernst nehmen sollen. Und vielleicht erfordert die neue Aufklärung eine Selbstkritik der Aufklärung, aber es ist vielleicht nicht eine Grund, um alles über Bord zu werfen. Ich werde auch zeigen, inwiefern die Phänomenologie von Merleau-Ponty zum Beispiel es uns ermöglichen könnte, einen Rationalismus zu fördern, der nicht hegemonial und blind für Unterschied ist. In einem zweiten Punkt werde ich zeigen, was uns historisch und erkenntnistheoretisch von der vergangenen Aufklärung trennt. Das heißt, dass diese Neuaufklärung ganz neu und tief ganz neu ist und eine Infragestellung von vielen Vorstellungen der Vergangenheit, besonders den Dualismus zwischen Natur und Kultur und des Anthropozentrismus. Es geht dabei auch darum, die Umkehrung der Rationalität in der Irrationalität zu vermeiden. Und warum haben wir diese Umkehrung der Rationalität in der Irrationalität? In einem dritten Punkt werde ich meine Diagnose aufstellen, indem ich eine Genealogie des Nihilismus mache, die darauf abzielt, diese Umkehrung des Fortschritts in den Rücksicht zu erklären. Für die Aufklärung des Jahrhunderts Jahrhunderts nicht verantwortlich ist, vor der sie uns aber nicht zu bewahren wusste. Ich werde von einer doppelten Amputation der Vernunft sprechen, die nicht nur auf den instrumentellen Rationalismus zurückgeht, der sich in der Spätmoderne manifestiert, sondern auf eine ursprüngliche Trennung zwischen Vernunft und Natur, die das Laster unserer Zivilisation ist und die zu der Umkehrung des Rationalismus
in Irrationalität führt. Die neue Aufklärung versucht, dieses Laster auszumerzen. Dann werde ich in die beiden Hauptkategorien des Buches einführen, weil wir Philosophen versuchen, Begriffe aufzubauen. Und zwar des Begriffs des Schemas der Herrschaft und des Begriffs der zivilisatorischen Epoche. Ich werde diese Wörter erklären. Und letztlich in einem vierten Punkt werden wir versuchen herauszufinden, warum die neue Aufklärung ökologisch ist, radikal ökologisch ist. Warum hat die Ökologie, so wie ich verstehe, als die Weisheit unserer Bewohnung der Erde eine emanzipatorische Kraft? Und warum sie eine Dezentrierung der Demokratie, eine Umgestaltung der Demokratie erfordert? Und natürlich ist Ökologie nicht nur auf ihre umweltbezogene Dimension reduziert, sondern sie hat auch eine soziale und existenzielle Dimension, die ich erklären werde. Was sind die Motoren der sozialen Innovation und wie kann das Schema der Herrschaft das Schema der, was ich nenne, Konsideration, die Gesellschaft durchdringen? Und zum Schluss werde ich von dem Begriff des Fortschritts sprechen, einem Begriff, der eine Bedeutung haben könnte, wenn wir an die Neuaufklärung im Zeitalter des Lebendigen denken und das damit einhergehende politisches Projekt vollziehen. Aber natürlich, Sie werden sehen, dass diese Neuaufklärung die Sinn für die Tragik hat. Also, ein erster Punkt, was ist die Aufklärung? Es ist sehr einfach. Ich werde vielleicht oder wahrscheinlich Dinge sagen, die Sie ganz gut kennen, aber es lohnt sich die Mühe, die Säulen, die Hauptprinzipien der Aufklärung zu betonen, um zu wissen, warum die Aufklärung im Zeitalter des Lebendigen neu ist. Was wir weiter verteidigen und was wir kritisieren. Also, und ich werde auch den Unterschied zwischen der Gegenaufklärung und der Postmoderne betonen. Die Aufklärung bezieht sich weniger auf ein Jahrhundert oder einen Kontinent als auf eine Haltung, die durch ein kritisches Verhältnis zur Gegenwart gekennzeichnet ist. Das heißt, dass von der Aufklärung zu sprechen, heißt, dass wir denken, dass die Zukunft nicht festgestellt ist und dass die Gegenwart ein Objekt unserer Reflexion ist. Diese Reflexivität ermöglicht es, sich der Herausforderungen der Gegenwart bewusst zu werden, die zu meistern sind, um die Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu erneuern und die Zukunft zu orientieren. Die Zukunft, die nicht festgestellt ist, hängt von der Art und Weise ab, wie man sich von falschen und überholten Vorstellungen befreit. Und es zeugt von der Bedeutung der Gedankenfreiheit und Autonomie. Und die Aufklärung, das heißt, dass diese Aufklärung ist der noch unvollendete Prozess, durch den die Menschen in jedem Zeitalter und auf mehreren Kontinenten versuchen, den Wert der Freiheit zu bestätigen. Also dieses Ideal der individuellen und kollektiven Emanzipation erklärt, warum die Aufklärung immer mit einem Gesellschaftsprojekt verbunden ist, das die soziale und politische Organisation auf die Autonomie der Subjekte gründet und nicht auf eine hierarchische und heteronome Ordnung, insbesondere eine theokratische. Sie wissen es, aber Sie werden sehen, dass es nicht so selbstverständlich ist. Diese Betonung der Gedankenfreiheit impliziert, dass jeder diese Anstrengung unternehmen kann. Das heißt, dass das erste Prinzip der Aufklärung, Autonomie, geht end in end mit der Anerkennung der moralischen Gleichheit der Menschen geht. Und es geht auch end in end mit dem Projekt, eine Gesellschaft zu errichten, die auf der gleichen Würde eines jeden Menschen basiert, sei es durch das republikanische Modell, das von Rousseau und Kant favorisiert wurde, oder
durch das Streben nach einer Demokratisierung der Demokratie, die darauf abzielt, eine integrative Gesellschaft zu fördern. Also Autonomie, das demokratische Ideal, sind die ersten beiden Säulen der Aufklärung und sie gehen Hand in Hand mit der Überzeugung, dass die Menschheit eins ist, eins sei. Diese Behauptung wird in der Philosophie der Menschenrechte verkörpert, die der dritten Säule der Aufklärung entspricht. Sie gibt dem Kosmopolitismus, von dem Kant eine erste Formulierung gibt, einen Sinn, der den Weg zu einer Kritik der Gastfreundschaft öffnet und im Zentrum der europäischen Aufbaus stehen wird, der ebenfalls unvollkommen und unvollendet ist. Schließlich, vierte Säule, ist die Aufklärung untrennbar mit der Bejahung der Vernunft als Mittel des Zugangs zu universellen oder sogar universalisierbaren Prinzipien verbunden, die es uns erlauben, eine Gesellschaft auf dem Gemeinsamen aufzubauen und uns von Aberglauben, Fanatismus und der Tyrannei bestimmten Bräuche zu befreien. Diese vier Säulen, die Sie ganz gut kennen und die Idee, dass der Mensch sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann, stellt sich die Gegenaufklärung entgegen. Die Gegenaufklärung, die noch einmal eine intellektuelle Struktur ist, verteidigt ein gegenteiliges Gesellschaftsprojekt, das auf einer hierarchischen Ordnung basiert, die sich auf die Autonomie der Norm stützt, insbesondere auf die Tradition und auf einen Essentialismus, der die Unterwerfung bestimmter Wesen durch andere Frauen, Minderheiten rechtfertigt und sogar rassistische Vorurteile nährt. Die Gegenaufklärung lehnt Gleichheit ab, beschränkt das Individuum auf seine ethnische oder sogar biologische Zugehörigkeit und verfolgt eine Identitätspolitik, die dem Pluralismus, der die Demokratie ausmacht, zuwiderläuft. Ihre Verachtung für die Menschenrechte nährt ihren Nationalismus und sogar ihre Fremdenfeindlichkeit. Und was den Kosmopolitismus betrifft und was Europa betrifft, so steht die Gegenaufklärung im Widerspruch zur Überzeugung der Gegenaufklärung, dass bestimmte Gemeinschaften inkommensurabel und sogar unvereinbar sind. Und schließlich zeugen Anti-Aufklärer von einer Verachtung der Vernunft und von einem Anti-Intellektualismus, die eine Waffe sind gegen die Demokratie und die auch die Ablehnung von Vermittlungen, das heißt von traditionellen Wissenschaftskanälen und repräsentativen Institutionen nährt, was natürlich der Verschwörung und dem Populismus zugute kommt. Also, aber die Aufklärung wird auch heutzutage auf der Linken kritisiert, weil natürlich die Gegenaufklärung ist eine Kritik der Aufklärung, die aus dem Rechts kommt. Also die Aufklärung wird auch auf den Linken kritisiert von den Postmodernen, das heißt von Feministinnen und von denjenigen, die Postcolonial Studies machen. Aber die Postmoderne sind nicht anti-aufklärerisch. Feministinnen und Postkolonialen werfen der vergangenen Aufklärung vor, hegemonial und blind für Unterschiede gewesen zu sein. Und sie hatten recht. Ihre Kritik und ihr Partikularismus, die darauf abzielen, die Gewalt der aufklärerischen Rationalismus anzusprangern, führen jedoch nicht zur Ablehnung des aufklärerischen Projekts der Errichtung einer inklusiven Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Im Namen der Ideale der Aufklärung, im Namen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, haben die Postmodernen den falschen Universalismus der vergangenen
modernen Aufklärung angeprangert, einen Universalismus, der dazu diente, einen partiellen Standpunkt durchzusetzen, indem er sich hinter großen und vermeintlich allgemeinen Prinzipien versteckte. Der Kritik der Postmoderne muss also ernst genommen werden, aber das ist kein Grund, alle universalistischen Ideale über Bord zu werfen. Wenn wir ein gemeinsames Projekt aufbauen und gegen den Ökonomismus, die Ermächtigung der Technologie, den Aufstieg des Nationalismus und die Erderwärmung kämpfen wollen, brauchen wir universalisierbare Bezugspunkte. Aber wie ist es möglich, einen Rationalismus zu fördern, der nicht hegemonial, der nicht blind für Unterschiede ist? Ich werde sehr schnell, zu schnell sagen, wie ich die Phänomenologie von Merleau-Ponty benutzt habe, um einen lateralen Universalismus zu fördern, der die Vielfalt der Lebensformen und Kulturen willkommen heißt und der nicht abgehoben ist. Ein Wort für diejenigen, die vielleicht Phänomenologie nicht kennen. Phänomenologie stammt aus Deutschland, Husserl, Heidegger, aber auch in Frankreich haben wir eine sehr große Erbe von Phänomenologen, zum Beispiel Ricoeur, Merleau-Ponty, Levinas, die die Phänomene betonen, die unsere gewisse Bewusstsein oder Kontrolle entgehen. Und das ist der Grund, weshalb diese französischen Phänomenologen mir gefallen, weil sie die Krankheit, der Schmerz, die Sterblichkeit, die Ermüdung und so weiter, die Ernährung, alle diese Phänomene, die unsere Bewusstsein entgehen. Aber was die Phänomenologie hat eine Methode, die wir immer verstehen haben. Es ist eine Art und Weise zu verstehen, dass wir alle Brille haben, durch die wir die Welt sehen. Aber normalerweise wissen wir nicht, dass wir Brille haben. Wir glauben, dass wir die Sache sehen, dass unsere Vorstellungen wie eine Art Kopie der Wirklichkeit ist. Also die Phänomenologie hat zwei Operationen. Erst, das ist eine Art und Weise, sich dessen bewusst zu sein, dass wir Brille haben. Das heißt, dass wir Abstand nehmen von unserer Glauben. Und es ist auch eine Art und Weise zu verstehen, dass wir dass es ist eine Rückkehr auf die Art und Weise, wie die Dinge, die Phänomene uns gegeben sind oder nicht. Zum Beispiel der andere ist ein Phänomen, ich kann der andere sehen, seinen Körper und so weiter, aber ich kann nicht seine Ideen verstehen, unmittelbar. Und das heißt, dass ich habe keinen direkten, unmittelbaren Zugang zu der anderen. Das ist der Grund, weshalb Levinas sagte, dass der andere keinen Begriff, es keinen Begriff gab der anderen Menschen und dass der Mensch mir entzieht. Also die Art und Weise, wie die Dinge uns gegeben sind oder nicht, ist auch etwas, das uns ermöglicht zu verstehen, den Sinn unserer Beziehung zu den Dingen. Also die Phänomenologie ist bei Merleau-Ponty auch eine Art und Weise anzuerkennen, dass die anderen Lebensformen auch die Welt konfigurieren auf ihre eigene Weise. Also anstatt eine abgehobene Rationalität zu haben, die auf Prinzipien basiert, gibt es Beschreibungen von Phänomenen, die die Vielfalt von Vorstellungen willkommen. Und das heißt, dass wir können zum Beispiel die Phänomenologie der Körperlichkeit, die ich in meinen Büchern entwickelt habe, ist eine Art und Weise, die menschliche
Befassenheit zu beschreiben, indem wir die Tatsache ernst nehmen, dass wir atmen, dass wir irgendwo nehmen, dass wir essen. Und wenn wir die Körperlichkeit ernst nehmen und die Materialität unserer Existenz ernst nehmen, dann verstehen wir, dass wir niemals ein Reich innerhalb der Reiche sind, dass wir immer einen Einfluss auf die anderen Wesen haben, seien sie menschlich oder nicht menschlich. Und wenn wir essen und dass Ethik keine normative Disziplin ist, sondern die Art und Weise, wie ich den anderen einen Platz einräume. Also die Beschreibung der Art und Weise, wie wir existieren, zeigt, dass der Schutz der Biosphäre, die Gerechtigkeit gegenüber den künftigen Generationen und der Tiere, gehören unserer Existenz und können, sollen im Mittelpunkt einer neuen Gesellschaftsprojekt sein. Das heißt, dass die Pflichten des Staates können nicht auf die Sicherheit zwischen uns und auf die Reduktion der Ungleichheit reduziert sein, sondern die Ökologie und die Gerechtigkeit gegenüber Tieren sind im Mittelpunkt, sind neue Pflichten des Staates. Also die Phänomenologie ist eine Art und Weise, universalisierbare Benchmark zu haben. Wir atmen alle, wir sind sterblich, wir sind geboren, wir essen, aber natürlich gibt es viele große Teile unserer Identität, die sozial konstituiert sind. Also es gibt ein Gleichgewicht zwischen Universalismus und Geschichtlichkeit. Und es ist nicht hegemonial, aber es ist nicht nur relativ. Und ich glaube, dass und es ist keine Werte, weil es wäre gefährlich, ein politisches Projekt auf Werte zu basieren, weil Werte immer relativ sind. Also wir brauchen zu verstehen, wir brauchen universalisierbare Beziehungspunkte und die Phänomenologie, die eine Art Beschreibung ist, bietet uns diese universalisierbare Beziehungspunkte, damit wir die Grundlage der Politik und der Ethik ändern. Und es ist, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber was ist sehr wichtig, ist, dass auch die Rationalität bleibt, aber es ist keine abgehobene Rationalität. Also, warum verteidige ich das Projekt der Aufklärung und warum ist sie neu? Erstens müssen wir heutzutage die Aufklärung verteidigen, denn sie wird von der Gegenaufklärung angegriffen und dieser Angriff hat konkrete Erscheinungsformen, und zwar der Erwachen der Nationalismus fast überall auf der Welt, Marine Le Pen in Frankreich, und die theokratische Versuchung auch. Also, aber für mich ist auch der Transhumanismus eine neue Form, eine neue Art der Gegenaufklärung, weil sie anti-aufklärerisch sind. Der Transhumanismus verteidigt nicht Autonomie, für den Transhumanismus steht die Zukunft fest und die Zukunft braucht uns nicht. Das Individuum wird auch an seine technologische Ausrüstung gefesselt. Der Transhumanismus schließlich fordert keine demokratische Gesellschaft von Gleichen, sondern eine hierarchische Ordnung. Und sein Traum von technologischen Lösungen für unsere Probleme zeigt von der Umkehrung der Rationalität in Mythologie. Also noch einmal ist die Gegenaufklärung eine intellektuelle Struktur, aber es kann neue Formen haben. Außerdem muss die Aufklärung verteidigt werden, weil ihre Säulen sinnvoll sind. Aber es ist sehr wichtig, es ist notwendig, sie neu zu konfigurieren. Ich werde schnell sein, aber die Autonomie heutzutage kann nicht nur ein Ideal des Transparenz sein. Autonomie muss im Licht der Verlässlichkeit verstanden zu sein und
ganz zu schweigen von Menschenrechten. Und Sie wissen, dass die Menschenrechte auf die das Subjekt, das atomare Subjekt basierte, aber heute die Schranken meiner Freiheit sind nicht nur die Menschen, aber die anderen Arten, die zukünftigen Generationen, diejenigen, die noch nicht da sind, aber die, denen ich schade kann, sind müssen ernst genommen sein. Also und in 2015 gab es eine neue Deklaration des Droits de l'Humanité, das heißt, dass die Grundlage der Menschenrechte war nicht mehr das Subjekt, das überirdische Subjekt, sondern ein Subjekt, der immer eine Auswirkung auf die anderen Leute und Arten hat. Und unsere Freiheit ist eine investierte Freiheit, so Levinas, die von innen heraus durch das Gefühl unserer Verantwortung gegenüber anderen modifiziert wird. Außerdem ist die Struktur unserer Verantwortung, hat die Struktur unserer Verantwortung ganz tief verändert, weil, wie Günther Anders gesagt hat, wir wissen nicht, was wir machen, weil die technologischen die Technologien sind so groß, dass ihre Folgen gehen weit über unsere Gegenwart aus. Und wir können nicht sehen alle die Leute oder die Wesen, die wir schaden. Und das ist was Günther Anders das prometische Gefälle nannte, und er sagte, dass es eine Diskrepanz, eine Kluft zwischen das, was wir machen, und das, was wir verstehen können. Das heißt, dass wir können nicht verstehen, das, was wir machen, und wir können nicht Mitleid haben für alle diese Leute oder Wesen, denen wir schaden. Und dieses prometische Gefälle erklärt, dass wir manchmal wie Roboter behandelt und dass wir uns nicht verantwortlich fühlen. Das heißt, es ist der Grund, weshalb Günther Anders sagte, dass es notwendig war, Affekte hervorzubringen, die es uns ermöglichen, uns verantwortlich zu fühlen. Und er sagte auch, dass unsere Zeitalter war auch ein Zeitalter des Ungeheuerlichen, Mass Destruction. Und wenn etwas so ungeheuerlich ist, dann machen wir nichts. Also das prometheische Gefälle muss als eine Warnung sein, damit wir nicht die Söhne von Eichmann werden, damit wir uns verantwortlich sein. Also, aber wenn wir die heutzeitigen Technologien ernst nehmen, verstehen wir, dass die Bedingungen der Reflexivität ganz, ganz anders sind als in der Vergangenheit. Für Rousseau und Kant waren die Technologien mit Humanitäten, mit einem Projekt der individuellen und politischen Emanzipation verbunden. Das ist nicht der Fall. Und die grenzlosen Mittel sind wie Ende, so Günther Anders. Also, um Technologien neu einzuordnen, brauchen wir Beziehungspunkte, um eine lebensfähige Gesellschaft aufzubauen, müssen wir gegen alle Formen der Diskriminierung kämpfen und verhindern, dass eine Gruppe ihr eigenes Narrativ allen anderen aufzwingt. Wir brauchen auch ein gemeinsames Projekt. Mit anderen Worten, die Aufklärung soll die Kritik der Postmoderne akzeptieren, aber es ist notwendig anzuerkennen, dass der Relativismus und alles, was die Aufklärung schwächt, der gegen Aufklärung zu
zugute kommt. Nur eine neue Aufklärung kann die Gegenaufklärung bekämpfen und es uns erlauben, uns von überholten und kontraproduktiven Vorstellungen zu befreien, um eine demokratische Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu geben, das heißt den ökologischen Wandel zu fördern. Also wir brauchen eine neue Aufklärung, das ist die These dieses Buches, aber natürlich, diese neue Aufklärung hat nicht den Optimismus der vergangenen Aufklärung, weil es einen Bruch gibt zwischen der ehemaligen Aufklärung und der neuen Aufklärung. Die neue Aufklärung ist eine Aufklärung nach dem Finsternis der Aufklärung. Und nach dem Zusammenbruch jedes Ideals von Fortschritt durch Vernunft geführt hat. Die Vernunft war verrückt. Die Moderne ist die Geschichte einer Vernunft, die verrückt war, die das Böse dienen könnte. Also die neue Aufklärung hat diesen Sinn für Tragik, aber sie wird es wagen, zu einem universalisierbaren Diskurs beizutragen. Und sogar, sie ist mit dem Humanismus verbunden. Und der Humanismus ist kein bloßes Wort. Das heißt, es ist notwendig, mit dem Menschen anzufangen, um die Erde zu schützen und die Tiere zu schützen. Das ist ein verwundeter Humanismus, der der Kultur des Todes ins Gesicht schaut, deren Spiegel auch das tägliche Abschlachten von Tieren für ersetzbare Vergnügungen ist. Aber es ist ein Humanismus, der auf der Anerkennung unserer irdischen und fleischlichen Zustands und unserer Fehlbarkeit beruht. Und das ist sehr wichtig, weil Sie vielleicht sich an Claude Lévi-Strauss erinnern, der sagte, dass der ehemalige Humanismus arrogant war und verantwortlich für alle Diskriminierung. Und im Mittelpunkt dieser arrogante Humanismus sagte, war die Trennung, die radikale Trennung von Mensch und Tier. Das heißt, dass wir haben vergessen, dass wir auch Lebendigen waren. Und es war am Anfang eines vicious circle. Also meine Diagnose, warum konnte uns die vergangene Aufklärung nicht von der Umkehrung des Fortschritts in die Rücksicht bewahren? Was ist los mit dem Rationalismus? Ist die vergangene Aufklärung für den aktuellen Katastrophen verantwortlich, so wie es Adorno und Horkheimer dachte, oder ist das Problem älter? Das ist meine Herangehensweise. Eine meiner Hypothesen ist, dass es eine doppelte Amputation der Vernunft gegeben hat. Während den 18. Jahrhunderts war die Vernunft das Organ des Universellen, bei Rousseau, Kant und so weiter. Aber später wurde die Wahrheit mit Nützlichkeit verwechselt und die Vernunft wurde zu einem Instrument des Kalkuls und das brachte einen instrumentellen Rationalismus hervor, der zur Verdinglichung von Menschen und Lebewesen führte. Aber es gibt für mich, meiner Meinung nach, eine ursprünglichere Amputation der Vernunft. Und eine Amputation der Vernunft, die auch die ehemalige Aufklärung kennzeichnet. Ich denke an die für den Westen charakteristische Trennung von Vernunft und Natur. Diese Trennung ist das Laster unserer Zivilisation, das der ehemaligen Aufklärung und der Gegenaufklärung gemeinsam ist. Die Berücksichtigung unserer Körperlichkeit und unseres irdischen Zustandes ermöglicht es uns, dieses Laster auszumerzen und die Vernunft aus dem Würgegriff der Erschaft, das ist ein Ausdruck, den wir bei Adorno finden, die Vernunft aus dem Würgegriff der Erschaft, die eine dreifache Erschaft ist, soziale Erschaft, eine Erschaft der anderen, aber auch eine Erschaft der Natur außerhalb uns und eine Erschaft der Natur innerhalb von uns selbst. Mit anderen Worten, aus der
zerstörerisches Dialektik der Moderne aus, herauszukommen, bedeutet aus dem Schema, was ich dem Schema der Herrschaft herauszukommen, und dann kann ich die beiden Begriffe, Hauptkategorien des Buches anbieten. Was ist ein Schema? Für Kant ist das Schema das Bindeglied zwischen dem Vernunft und dem Verstand und dem Sinnlichen, und es bezieht sich auf die Einbildungskraft. Das Schema ist für mich in diesem Buch das organisierende Prinzip einer Gesellschaft. Es ist die Gemeinsamkeit von Vorstellungen und sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die die Matrix bilden und die Produktionsbeziehungen organisieren. Sie bestimmen auch Aktivitäten und weisen Objekten einen Wert zu. Sie greifen auch in die Köpfe ein, indem sie das Verhalten konditionieren und die Vorstellungskraft kolonisieren. Das ist in einem Wort ein dynamisches Gerät, und es bezeichnet eine Organisationsstruktur. Und innerhalb eines Schemas wiederholen sich bestimmte Abläufe und bestimmte Haltungen, und sie erstrecken sich auf alle Bereiche, sogar auf die Beziehung zum Körper und zum Impulsleben. Also vom Schema einer Gesellschaft zu sprechen, bedeutet, dass wir es mit einem kohärenten Ganzen zu tun haben, das zwar die Frucht bewusster und unbewusster, individueller und kollektiver Entscheidungen ist, aber ein Entwicklungsmodell vorgibt und eine Zivilisation prägt. Also unsere Gesellschaft wird für mich vom Schema der Herrschaft beherrscht, das ein räubischer Verhältnis zur Natur, die Kommodifizierung des Lebendigen und sogar seiner selbst und einen ständigen Wettbewerb impliziert, das Bedürfnis, andere niederzuschlagen oder zu demütigen, um sich selbst als existent zu fühlen. Die Besessenheit äußere Kontrolle. Das Schema der Herrschaft in einem Wort verwendet alles: die Viehzucht, die Landwirtschaft, die Macht, das soziale Leben, die Politik, die Arbeit in eine Art Krieg. In unserer Zeit nimmt das Schema der Herrschaft vor allem die Form des finanziellen Kapitalismus an, einer Organisation, die um die Herrschaft der maximalen Rendite und die Unterordnung aller Aktivitäten unter die Wirtschaft herum strukturiert ist. Aber indem ich von einem Schema der Herrschaft spreche, meine ich, dass die Kritik der Kapitalismus nicht ausreicht, um zu erklären, warum wir in dieser Lage sind und warum wir diese Gesellschaft nähren, warum wir die Krieg immer machen. Ein Krieg gegen die Lebendigen, ein Krieg gegen Nationen, aber auch ein Krieg in uns, wie Derrida sagte. Dieser Begriff des Schemas ermöglicht es zu verstehen, dass wir der Ursprung des Sinns und dieses Schemas sind, obwohl wir unter ihm leiden. Wir sind die instituierende Macht, so Castoriadis. Das bedeutet, dass wir absetzen können, was wir eingerichtet haben. Natürlich ist es nicht einfach. Aber die Neuaufklärung impliziert die Entthronung dieses Herrschaftsschemas. Und zuerst ist es notwendig, es zu identifizieren, anstatt nur auf die Kritik des Kapitalismus zu fokussieren. Dazu ist es notwendig, eine Arbeit an sich selbst zu leisten, die ich in Ethik der Consideration beschrieben habe. Es handelt sich um eine doppelte Arbeit der Subjektivierung und der Individuation, die zur Erweiterung der Subjektivität führt. Wenn man sich seiner selbst als fleischliches und verletzliches und sterbliches Wesen bewusst ist, das zu einer Welt gehört, die älter und größer ist als man selbst, dann führt dieses Wissen, diese Erfahrung, die ich Transzendenz nenne, zu einer tiefgreifenden Veränderung seiner Selbstwahrnehmung, aber auch seiner Wünsche und Sehnsüchte und seiner Behandlung. Man erreicht Raum für andere zu schaffen und mit ihnen zu interagieren, ohne zu versuchen, sie niederzuschlagen. Und natürlich hat in diesem Zusammenhang die Frage unserer Beziehungen zu Tieren eine strategische Dimension.
Aber die individuelle Selbsttransformation reicht nicht aus. Der Ausstieg aus diesem Schema bedeutet konkret, sich von falschen Vorstellungen und Modellen zu befreien. Das heißt, dass es erfordert eine Infragestellung von vielen Vorstellungen, die wir in unserem Erbe haben. Besonders die Trennung zwischen Natur und Kultur und die radikale Trennung zwischen Mensch und Tier. Diese Emanzipation, aber wenn wir von Emanzipation sprechen, ist es immer, die Emanzipation ist immer mit einem Schock verbunden. Also es gibt Leute, besonders in Frankreich gibt es Bauern, es gibt 300 Bauern, die jedes Jahr Selbstmord begehen. In Frankreich. Also es gibt Leute, die nicht leben können, weil das System es ihnen nicht ermöglicht. Aber es gibt ein paar Leute, die verstehen, dass dieses System, dass dieses Problem kein persönliches Problem ist, sondern ein Problem, der strukturell ist. Und es gibt Leute, die natürlich empfinden dieses Moment gegen dieses Bruch mit bestehenden Normen, aber sie sind auch dazu fähig, sich zu organisieren und sie verstehen, dass es keinen Ausweg innerhalb dieses Systems gibt. Und das ist klar, dass die Emanzipation auch einen Moment für beinhaltet. Auf dem Höhepunkt ist es eine Bestätigung dessen, woran man glaubt. Dann findet man die Fähigkeit, innovativ anders zu arbeiten und zu produzieren. Man kann auch Experimente durchführen, die zuverlässige Alternativen darstellen. Es gibt hier und da viele Experimente in Landwirtschaft, in die Art und Weise, wie die Leute die Produktionsmuster ändern und also, statt in Empörung zu verharren, kulminiert die Emanzipation in dieser neu gewonnenen Autonomie, die ein inklusives Gesellschaftsprojekt erst möglich macht. Aber grundlegend ist die lokale Ebene, die individuelle Ebene reichen nicht aus. Und in diesem Buch habe ich versucht, meine Hauptthema auf einer zivilisatorischen Ebene zu stellen, um eine Bewegung zu begleiten, dass die schon da, aber noch nicht da ist. Oder die, ich sehe einige Verbote eines moralischen Fortschritts, aber natürlich gibt es viele starke gegen. Ich werde es begleiten. Grundlegend ist aber zu verstehen, dass diese Neuaufklärung die Beseitigung des Schemas des Herrschers verlangt und zieht darauf ab, die ganze Gesellschaft aus dem Schema der Consideration heraus zu organisieren. Das heißt, dass die Entscheidungen zwei Kriterien haben, die Freiheit als eine investierte Freiheit und die Kreativität zu fördern. Und natürlich, zwei, sie zielt darauf ab, die gemeinsame Welt zu fördern, die sich aus allen Generationen und dem natürlichen und kulturellen Erbe zusammensetzt. Und im Schema der Consideration ist die Technik eine grundlegende Bedingung meiner Existenz, aber einige Technologien sind nicht gut, denn sie tragen zur Zerstörung der allgemeinen Welt bei. Und der zweite Begriff ist Epoche. Dies erfordert eine sehr tiefe Infragestellung von Vorstellungen und sozialen Strukturen, die ich als zivilisatorische Epoche bezeichnete. Die Philosophie von Sokrates über das 18. Jahrhundert bis Husserl, der Vater der Phänomenologie, beginnt mit dem Zweifel, dem Infragestellen von Vorurteilen. Und Husserl hat diesen Sinn der Philosophie neu aufgegriffen, wie ich es gesagt hatte, indem er eine neue Methode entwickelte. Sie beginnt mit Epoche. Epoche ist die Aufhebung der natürlichen Haltung. Die natürliche Haltung ist die Tatsache, dass wir an unseren
Eindrücken festhalten und dass wir nicht wissen, dass es nur Eindrücke sind. Also, wie ich es gesagt habe, wir haben Brille, die uns die Welt auf eine bestimmte Weise sehen lässt. Aber die Epoche besteht darin, diese Brille abzunehmen, um zu verstehen, dass es auch andere Sichtweisen gibt. Dass die Brille, die wir hatten, nicht unbedingt die genaueste ist und so weiter. Und es geht darum, zu den Bewusstseinakten zurückzukehren, durch die uns die Dinge gegeben werden, um ihren Sinn zu verstehen. Und diese Operation beinhaltet, von den Dingen auszugehen und sie einzeln zu untersuchen, um zu formulieren, was wir wertschätzen, was wir weiter wertschätzen, was wir behalten wollen, was wir umwandeln müssen, was wir abschaffen müssen und wie. Sie muss von den Individuellen, aber auch auf einer zivilisatorischen Ebene durchgeführt werden. Deshalb spreche ich in diesem Buch von einer zivilisatorischen Ebene. Ich weiß, dass wir alle in das Schema des Herrschafts hineingeboren werden und dass es intellektuell und emotional nicht einfach ist, dieses Schema zu verlassen und unsere anthropozentrischen und spezistischen Darstellungen in Frage zu stellen. Ganz zu schweigen von der wirtschaftlichen Umstrukturieren und den Veränderungen in der politischen Kultur, die notwendig sind. Der Feminismus, die Sorge um die Lebensbedingungen der Tiere, die Ökologie, aber auch der Wunsch, von immer mehr Menschen anders zu leben, nicht nur ökologisch und haltbar ist und die der Wunsch, viele Leute anders zu leben, sind die Vorboten dieses Zeitalters des Lebendigen, das ich zu begleiten so versuche. Und wissen Sie, es gibt eine Haltung, die die Aufklärung kennzeichnet. Das ist die Art und Weise, wie wir die Gegenwart nennen, indem wir die Herausforderungen und die Gefahr identifizieren, um etwas orientieren wollen. Und ich habe diese Gegenwart das Zeitalter des Lebendigen nennen. Warum? Aber das ist der letzte Punkt. Die Frage ist nun, warum die Aufklärung radikal ökologisch ist und warum die Ökologie eine emanzipatorische Kraft hat. Die neue Aufklärung ist ökologisch in dem Sinne, dass Ökologie die Weisheit oder die Rationalität, Logos, unserer Bewohnung der Erde Oikos bezeichnet. Und indem wir den Menschen in seiner Körperlichkeit und Materialität denken, artikulieren wir Ökologie und Existenz, anstatt den Dualismus zwischen Natur und Kultur wieder zu betonen. Auf diese Weise gehen wir über den Dualismus hinaus, der den Freiheitsphilosophien innewohnt, die als Rahmen für moderne und zeitgenössische Theorien gedient haben, und die Freiheit als von der Natur losgerissen und letztere als Kulisse der Geschichte denken. Wir stellen auch nicht das Menschliche und den Humanismus der Ökologie entgegen, wie es oft bei den ökozentrischen Umweltethik der Fall ist und wie es bei den Animalist-Aktivisten sind. Und wir bekennen uns nicht zum Holismus oder zu Amalgamen, die die Unterschiede zwischen Mensch und anderen Lebewesen auslöschen. Darüber hinaus ist die Ökologie ein neuer Humanismus. Der Humanismus, noch einmal, bedeutet, dass wir vom Menschen ausgehen, von einer Selbsttransformation, von einer Infragestellung, von unserer Art und Weise, uns zu verstehen, und wir vom Menschen ausgehen, um Tiere und Natur zu schützen, um ein anderes Leben zu haben. Der Schlüssel zum ökologischen Übergang ist die Beziehung zu sich selbst, die Anstrengungen, die Individuellen und Gemeinschaften unternehmen müssen, und ihre Vorstellungen zu arbeiten. Also die Ökologie ist also ein Produkt der Aufklärung und deren anthropologischen Revolution. Aber neu ist, dass wir die anthropozentrischen und chauvinistischen Grundlage des ehemaligen Humanismus infrage stellen. Und warum hat die Ökologie eine emanzipatorische Kraft? Weil sie entwurzelt die Dualismus Natur-Kultur, biologisch-sozial, ich-andere. Sie ist untrennbar damit verbunden, den eigenen irdischen und fleischlichen Zustand, und damit die eigene Abhängigkeit von anderen, menschlichen und nichtmenschlichen, und von Ökosystemen und Elementen ernst zu nehmen
Sie impliziert diese anthropologische Revolution und sie impliziert auch, dass wir unsere eigenen Grenzen und unsere Ähnlichkeit akzeptieren. Also Ökologie verlangt ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir die Condition humana denken, und sie geht ein in ein mit einem Verhältnis zur Welt, das mehr Demut erfordert. Und sie entthront Exzess und das Gefühl, ein Reich innerhalb des Reiches zu sein. Ökologie entwurzelt den Anthropozentrismus und die Idee, dass alles, was existiert, ein bloßes Mittel zu unserem Zweck ist. Es führt uns dazu, keine räuberische Beziehung zur Umwelt zu haben, um unsere kurzfristigen Interessen zu bedienen. Also die Ökologie im Licht einer Philosophie der Bewohnung der Erde und der Körperlichkeit, eine Philosophie der Existenz, das ist ein neues ökologisches Existenzialismus. Die Ökologie im Licht dieser Philosophie der Existenz erneuert die Anthropologie. Aber wie Sie es verstanden haben, ist Ökologie nicht auf ihre umweltbezogene Dimension reduziert, die mit dem Kampf gegen Klimaerwärmung und die Erosion der Biodiversität verbunden ist. Sie hat auch wesentlich eine soziale Dimension, die mit der Art und Weise, wie wir die Ressourcen oder die Ernährung teilen, sie ist verbunden auch mit der Organisation der Arbeit und sie ist verbunden mit der Transformation der Produktionsweise. Aber schließlich hat sie eine subjektive oder existenzielle Dimension, da wir unser Platz in der lebendigen Welt umzudenken haben. So bedeutet der ökologische Wandel die Förderung eines nachhaltigeren und gerechteren Entwicklungsmodells und basiert auf vier untrennbaren Säulen: dem Kampf gegen die Erderwärmung, die Gesundheit, die zugleich menschlich und tierisch ist, die soziale Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit gegenüber Tieren. Dieser globale Ansatz impliziert die Tierfrage und die Ökologie nicht zu zwei rivalisierenden ethischen Inseln zu machen, und es impliziert auch, dass wir aufhören, das Ende der Welt und das Ende des Monats gegen einander auszuspielen. Es verlangt vornehmlich eine transversale Behandlung dieser Fragen. All dies erfordert eine Veränderung der politischen Kultur, das heißt, in der Lage zu sein, das Gemeinwohl zu etablieren in dem Mann. Vereinbarungen auf der Basis von Meinungsverschiedenheiten zwischen Züchtern und Veganern finden, um konstruktiv im Rahmen einer pluralistischen Demokratie voranzukommen, in der die Menschen nicht die gleichen Interessen oder die gleichen Vorstellungen vom Guten haben. Die Konfliktfähigkeit ist konstitutiv für eine pluralistische Demokratie, aber wir sollen auch ein gemeinsames Projekt haben. Deshalb ist die Demokratie eine Methode. Sie muss mehrere Perspektiven auf die Welt ans Licht bringen, wie der laterale Rationalismus, von dem ich gesprochen habe. Dies entspricht einer Dezentrierung der Demokratie, die weitergeht, als es die Befürworter der liberativer und partizipativer Theorie Terrien tun wollen, wie Habermas. Also, Ökologie erfordert eine Umgestaltung der Demokratie. Es geht nicht nur um eine Politisierung der Ökologie, was Emmanuel Macron macht, und er ist gut, aber es handelt sich um eine Ökologisierung der Politik. In der Tat, wenn wir die Ökologie als die Rationalität unserer Bewohnung der Erde denken, unterstreichen wir ihre Zentralität. Wenn die Förderung eines gerechteren und nachhaltigeren Entwicklungsmodells die Achse ist, dann können wir nicht länger auf der Ebene einer vertikalen und bürokratischen Behandlung von Themen bleiben. Der Multikulturalismus, die Tatsache, dass die Folgen der Globalisierung und der globalen Erwärmung in verschiedenen Gebieten unterschiedlich empfunden werden, führen dazu, dass wir nicht a priori eine Einheit bilden. Das Volk ist keine a priorische Einheit. Deshalb schlage ich vor, auf das im
18. Jahrhundert liebgewonnene und heute noch vorherrschende Ideal der nationalen Souveränität zu verzichten, das impliziert, dass das Volk eine a priorische Einheit wäre. Ich sage nicht, dass wir eine bloße Schar sind, aber es ist wichtig, die Situationen, Probleme und Ressourcen, die je nach Territorien unterschiedlich sind, richtig einzuschätzen und die horizontalen und vertikalen Ebenen, die lokale Ebene und die Autorität des Staates anders zu artikulieren als in dem gegenwärtigen Schema, wo die Tendenz besteht, besonders in Frankreich, öffentliche Politik vertikal und dekontextualisiert zu betreiben. Und das führt dazu, gelben Westen und so weiter. Außerdem wird die Ökologie oft atomistisch angegangen, was zu unangemessenen Entscheidungen führt. Zum Beispiel Kohlenstoffsteuer und gelben Westen, aber auch ein wenig inkohärent ist. Es wird gesagt, dass es notwendig ist, gegen die globale Erwärmung zu kämpfen und es gibt nichts, was die Ernährung und die Vegetalisierung der Ernährung angeht und wir akzeptieren einen Suchtbetrieb von 8000 Schweinen und so weiter. Also, es ist wichtig, die Öffentlichkeit zu berücksichtigen, die, wie John Dewey sagte, Menschen sind, die nicht unbedingt am selben Ort leben, deren Gemeinsamkeit aber darin besteht, dass sie unter den indirekten Folgen von Technologien, Globalisierung und globaler Erwärmung leiden. Es ist wichtig, dass sich diese Zielgruppen als solche erkennen, aber auch, dass sie miteinander und mit Vertretern im Dialog vertreten, was voraussetzt, dass es dafür eine Vermittlung gibt, Medien und Institutionen und Stiftungen. Die Idee ist, die Demokratie zu dezentralisieren, den Ausdruck mehrerer Perspektiven zu ermöglichen, die Erstellung einer genauen Diagnosen der Situation zu erlauben, um die Probleme, aber auch die Ressourcen aufzudecken. Und das würde es dem Staat ermöglichen, auf diese Probleme kontextbezogen zu reagieren und sich dabei auf die hier und da der durchgeführten Experimente in den Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Viehzucht, Körperpflege zu stützen. Alle Bereiche, für die eine vertikaler und homogener Ansatz oft kontraproduktiv ist. Ökologie schließlich ist unvereinbar mit dem Schema der Herrschaft, das eine räuberische Beziehung zur Natur, die Unterwerfung anderer Lebewesen, die Kommodifizierung von allem und allgemein Wettbewerb impliziert. Der ökologische Übergang ist die Übersetzung des Schemas des Consideration auf sozialer und politischer Ebene, in dem Sinne, wie ich Consideration definiert habe, indem ich die Konsequenzen ziehe, die sich auf der Ebene der politischen Kultur und der moralischen Eigenschaften mit sich bringen, die es uns erlauben, mit und für andere in gerechteren Institutionen zu leben, den Pluralismus zu respektieren und die Vielfalt zu einer Chance zu machen. Also zum Schluss, wie können wir das Schema der Consideration verbreiten? Was ist die Rolle der Intellektuellen? Weil das Problem folgendes ist, es gibt Beweise einer individuellen und kollektiven Emanzipation auf lokaler Ebene. Das ist klar. Aber wie kann das Schema der Consideration die Gesellschaft durchdringen? Es gibt keine emanzipierenden Lehrerinnen und Lehrer. Von einem Zeitalter des Lebendigen zu sprechen, heißt, dass die Philosophie dieses Zeitalters begleiten kann und soll, dessen Verbote die Sorge um das Tierwohl und die Ökologie sein eigenes sind. Das heißt, dass die Philosophie ist nicht herabgehoben, sie begleitet etwas, das schon da ist. Sie zuhört die Realität. Und es ist, ich wollte auch sagen, warum für mich gibt es keine, für mich gibt es Hoffnung, aber Hoffnung hat nichts zu tun mit Optimismus. Das ist sehr, weil natürlich
Die Aufklärung, das ist ein bisschen, es ist eine soziale Energie, es ist auch eine Art und Weise zu sagen, dass die Zukunft nicht festgelegt ist und das ist, dass vielleicht wir viele Probleme haben werden, aber wir können auch etwas Gutes machen. Aber was ist Hoffnung? Wie Sie wissen, wenn Sie die Bibel kennen, die Psalmen von David oder Ezekiel und so weiter, Hoffnung ist nicht eine persönliche Erwartung. Hoffnung ist immer mit Verzweiflung verbunden. Es ist eine überwundene Verzweiflung und es ist auch eine besondere Beziehung zur Zeit. Es ist nicht Optimismus, der der Ersatz der Hoffnung ist. Hoffnung ist eine theologische Tugend, die und Hoffnung kann mit Leid und zusammen sein. Sie ist ein Horizont und eine Methode. Ein Horizont, das ist die Erwartung des Unmöglichen. Das ist eine Art und Weise, die Realität zu sehen, indem man zwei Dimensionen sieht. Die empirische Dimension, die Chaos, aber auch etwas, das schon da, aber noch nicht da. Noch nicht völlig da. Und das ist, aber das kann ankündigt sein. Das ist, und es ist eine Methode, die ein bisschen mit Utopie verbunden ist. Erinnern Sie sich an Kant. Wenn Kant sagte, es muss kein Krieg sein. Natürlich wusste er, dass es viele Kriege gibt. Aber er sagt, es muss kein Krieg sein, das ist ein moralisches Imperativ. Es ist eine Methode, um, damit wir versuchen, welche Institutionen es uns ermöglichen, den Frieden auszubauen und den Krieg gegen den Krieg zu machen. Das ist eine Methode, das ist kein Optimismus, wishful thinking. Das ist eine Methode, und die heutzutage von einer neuen Aufklärung zu sprechen, das heißt, dass wir eine Selbstkritik der Aufklärung machen, die sehr radikal ist, aber auch, dass wir anerkennen, dass die Hauptprinzipien der ehemaligen Aufklärung sehr wichtig sind, obwohl wir sie neu konfigurieren müssen. Aber natürlich gibt es diesen Sinn für die Tragik und auch vielleicht das Erkenntnis, dass wir in die kommenden Jahren viele Probleme haben, aber es gibt auch, wir können auch von moralischem Fortschritt sprechen. Und es ist mein Fall, ich bin nicht eine optimistische Person, aber für mich ist die Tatsache, dass es viele Leute gibt, die heutzutage sich um die Tierfrage kümmern, um Ökologie kümmern, das ist etwas, das Zeit, das sie sich ändern. Es gibt eine bewusstbare und unbewusstbare Bewegung, die ich begleiten wollte, indem ich eine Kohärenz und eine intellektuelle Struktur anbieten wollte. Zum Schluss ein Zitat von Camus, Hélènes Exil, das die griechische Abstammung der Aufklärung gut aufzeigt und auch die Tatsache, dass der Kampf gegen die Aufklärung und gegen alles, was uns zerstört, gegen das System der Herrschaft für mich, ein bitterer, schwieriger, riskanter Kampf ist. Aber dass es nicht im Wesentlichen mit Waffen geführt wird, nicht mit Revolution im Sinne der Herrschaft. Ein Wechsel des Schemas ist eine innere Revolution, eine radikale anthropologische Veränderung in der Beziehung zur Welt, zu sich und zu anderen. Aber es ist keine Revolution in dem Sinne, dass es bedeutet, das niederzulegen, was vorher war. Und diese Änderung des Schemas würde Künstler benötigen. Menschen, die sagen, was Consideration ist. Consideration hat immer existiert, aber es war versteckt. Also, die Zitat von Camus, das ist meine Übersetzung, Unwissenheit erkannt, Ablehnung des Fanatismus, die Grenzen der Welt und des Menschen, das geliebte Gesicht, endlich Schönheit. Hier ist das Lager, wo wir uns den Griechen anschließen werden.
In gewisser Weise ist die Bedeutung der Geschichte von morgen nicht das, wofür wir sie halten. Sie liegt im Kampf zwischen Schöpfung und Inquisition. Trotz des Preises, den ihre leeren Hände die Künstler kosten werden, können wir auf ihren Sieg hoffen. Noch einmal wird sich die Philosophie der Dunkelheit über dem leuchtenden Meer auflösen. O mittelmeerisches Denken, der trojanische Krieg wird weit weg von den Schlachtfeldern geführt. Und ich werde Sie, sagen, dass die Tatsache, dass er von dem Meer spricht, ist sehr wichtig, weil sogar ich in meiner Philosophie der Körperlichkeit habe ich ziemlich die Licht auf die irdische Befassenheit geworfen. Aber ich glaube, dass die Ernährung, die Empfänglichkeit, die Sterblichkeit, die Verletzbarkeit, aber die irdische Befassenheit, aber ich glaube, dass wenn wir das Meer ernst nehmen, die keine Frontiers hat, kann es auch etwas, ein Licht auf unsere menschliche Befassenheit und auch die Politik auch werfen kann. Also ich bedanke Ihnen und vielleicht war ich ein bisschen zu lang, aber okay, danke.